Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtland Kunst. Auch heute führen wir unsere Weltreise fort. Los geht's! Im Süden Kaliforniens besuchen wir einen Salzsee mit einer faszinierenden Geschichte. Der Salton See ist ein Binnenmeer und steht für den außer Kontrolle geratenen amerikanischen Traum. Frisch aus dem Meer stammen auch Krabben, Lachs, Seehecht und Muscheln. Die Zutaten für das typisch irische und sehr schmackhafte Seafood Chowder. Und schließlich reisen wir nach Madrid, an den Hof der Habsburger. Die mächtige Dynastie nahm hier ein Ende wegen einer Bettgeschichte. Karl II. Wurde zum Leidtragenden. Aber zunächst das Rätsel. Mit welcher besonderen Methode gelang es Metro-Goldwyn-Mayer in den 30ern, das Privatleben ihrer Schauspieler zu kontrollieren? Ihr Arbeitsweg von Beverly Hills zu MGM führt die Filmstars am Sunset Strip vorbei, einer berüchtigten Gegend. Damit sie nicht vom rechten Weg abkommen, lässt MGM sich etwas einfallen. Wissen Sie was? Toll, dieser Köcher. Unsere erste Etappe ist Botswana. Dort, in der Wüste von Kalahari, brauchen wir diesen Bogen zum Überleben. Er ist ein Geschenk der San. Diese Buschmänner jagen damit bis heute. Ihre Pfeile versehen sie mit dem Gift verschiedener Pflanzen, je nachdem, welches Tier sie töten wollen. Anekdoten wie diese haben den britischen Autor Lawrence van der Post zutiefst fasziniert. Seit Zehntausenden von Jahren bevölkern die Bushmänner, auch San genannt, die Erde. Ursprünglich stammen sie aus dem Süden Afrikas. Doch als andere Volksstämme hierher kommen, zieht sich das als Jäger und Sammler lebende Volk in eine der lebensfeindlichsten Regionen der Erde zurück. Die Kalahari. Ihr Schicksal beschäftigt und fasziniert Lawrence van der Post. Er wird 1906 in Südafrika geboren, ist Forscher und Schriftsteller und kämpft während des Zweiten Weltkriegs in der britischen Armee. Auf Java gerät er in Kriegsgefangenschaft. 3 Jahre wird er von den Japanern festgehalten und gefoltert. Die Schrecklichkeiten, die auch durch den modernen Lebensstil befeuert werden, will er hinter sich lassen und unternimmt 1955 eine Expedition nach Botswana. Er ist auf der Suche nach den Buschmännern. Das geheimnisvolle Volk der San, dessen Ruf ihn seit seiner Jugend fasziniert, lässt ihn nicht mehr los. Das Ergebnis dieser Faszination ist sein berühmtestes Buch. In »Die verlorene Welt der Kalahari« berichtet er über eine ebenso reale wie spirituelle Forschungsreise. Für van der Post sind die Buschmänner Nachfahren eines versunkenen Königreichs und die Wiege der Menschheit. Er versucht, sich dieser Gemeinschaft zu nähern. Um sich bestmöglich zu schützen, lebt diese am Rand der Zivilisation. Die Expedition startet von Südafrika aus und beginnt ihre Nachforschungen im Okavango-Delta. Dieses riesige Überflutungsgebiet wird seit ewigen Zeiten von den San bewohnt. Dort hofft der Schriftsteller, auf ihre Spuren zu stoßen. Dafür überredet er ein paar Männer vom Stamm der Baye, ihn auf ihren traditionellen Booten mitzunehmen. Er schreibt: Jede Bucht erstrahlte von weißen und blauen Wasserlilien. Die sehnsüchtigen Rufe der Wasservögel hingen schwer in der Luft. Der Anblick der ruhigen Lagunen und beschaulichen Inseln begeisterte mich mehr und mehr. Eine reihte sich an die andere, noch immer sehe ich sie vor mir. Wir Baye nutzen schon immer Einbäume, um uns im Delta fortzubewegen. Eigentlich kann man es nur so erkunden. Die Mokoros sind aus verschiedenen Holzarten gemacht. Unten sind sie ganz flach, so kann man damit in ganz seichte Gewässer fahren. Wir rudern nicht, sondern treiben die Pirogen mit einem Stab voran,
mit dem wir uns vom Grund abstoßen. Mit dieser Technik kommt man gut überall hin. Van der Post und seine Leute meistern alle möglichen Gefahren. Sie begegnen Krokodilen und Flusspferden und dringen immer weiter ins Delta vor. Auf diesem Weg öffnen sich dem Forscher Fenster zu grandiosen Naturschauspielen. Begeistert notiert er: Unsere Sinne waren ganz betäubt von Geräuschen und Farben, die keinerlei Bezug zum Menschen hatten. Ich fühlte mich dadurch so eindeutig befreit, als wäre eine zentnerschwere Last von meinen Schultern genommen. Das Eintauchen in die Wildnis ist ein Teil von Van der Posts Bestreben, die uralten Empfindungen und Instinkte des Menschen wiederzubeleben. Er glaubt, dass die Begegnung mit den Zahn, die im Austausch mit der Natur geblieben sind, ihm den Weg zu einer verlorenen Welt ebnet. Doch das Delta dämpft seine Hoffnungen. In den 50er Jahren war es schwierig, sich den Zahn zu nähern. Sie versteckten sich im Busch, wollten in Ruhe gelassen werden, ihr Leben leben und jagen. Und außerdem hatten sie große Angst vor den Weißen, weil sie nicht wussten, woher sie kamen. Seit Jahrhunderten verfolgt, haben die San das Delta weitgehend aufgegeben. Manchmal tauchen ein paar von ihnen kurz auf, aber insgesamt verstreichen die Wochen der Suche ohne Ergebnis. Gegen Ende seiner Reise am Okavango hört Van der Post von den nahegelegenen Zodilo-Hügeln, in denen die San vor Jahrtausenden beeindruckende Malereien angefertigt haben sollen. Er beschließt, dorthin zu reisen. Der Ort, den die Menschen hier verehren und fürchten, soll von Geistern bewohnt sein. Er ermöglicht es Van der Post endlich, mit den San in Verbindung zu treten. Die Hügel von Zodilo tragen die Seelen der ersten Menschen in sich. Der Ort ist stark mit den Ahnen verbunden, mit der Natur und den Göttern. Für die San war Zodilo ein friedlicher Ort, eine Art Zuflucht, wo es alles gab, was sie brauchten. Dazu gehörte Wasser, Früchte, Höhlen, um sich tags abzukühlen und nachts zu wärmen. Und von oben hatten sie die perfekte Aussicht, um Tiere zu sehen. Aus all den Gründen sind sie gern hergekommen. Sie hatten einen starken Bezug zu den Tieren. Jagen war extrem wichtig, aber manches Tier war heilig. Der Kappelch zum Beispiel. Er war bedeutsam für ihre Heilkunst. Die San haben die Exkremente und das Blut für medizinische Zwecke genutzt. Zodilo war vor allem ein Durchgangsort. Die San sind auf ihren Wanderungen hier vorbeigekommen. Mit den Malereien haben sie untereinander kommuniziert, sich Geschichten erzählt, von Generation zu Generation Informationen über die Tiere weitergegeben, die hier gesehen wurden. Van der Post schreibt: Seit diesem Morgen ließ mich die Idee nicht mehr los, dass dieses Bergmassiv die große Festung einer sehr lebendigen Kultur war. Ein Louvre in der Wüste, vollgestopft mit Schätzen. Ich hätte viel dafür gegeben, diese angeschlagenen Felsen in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen, als tagtäglich die goldenen Jäger aus den Ebenen zurückkehrten, beladen mit Wild. In dieser verlorenen Welt konnte nur ein Ort ein lebendiges Zeugnis bewahren: die Kalahari. Auf der Flucht vor der Bedrohung durch die Zivilisation haben sich die San in die Wüste zurückgezogen. Und um eine Gemeinschaft zu finden, die in keinerlei Kontakt mit der verdorbenen modernen Welt steht, begibt sich auch Van der Post mit der Expedition tief in die Wüste hinein. Schließlich kommt es zu der lang ersehnten Begegnung.
Er berichtet, er war nackt, bis auf ein Tuch aus Antilopenfell um die Hüften. Sein ganzes Wesen strahlte eine wunderbar wilde Schönheit aus. Ich war davon so überwältigt, dass ich einen Moment lang nicht wusste, was ich tun sollte. Van der Post verbringt mehrere Wochen bei einem Stamm der San. Der seltsame Singsang ihrer Sprache aus Klicklauten hüllt ihn ein. Und ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit an die extreme Umgebung überrascht ihn. Außerdem fasziniert ihn ihre außergewöhnliche Begabung für die Jagd. Eine Begeisterung, die bis heute von Abenteurern geteilt wird, die bis ins Herz der Kalahari vordringen. Den San ist es seit zehntausenden Jahren gelungen, in der Kalahari zu überleben. Sie haben gelernt, alles zu nutzen, was ihnen die Natur bietet. Jede Pflanze können sie brauchen, zum Essen, heilen oder um daraus Gift für die Jagd zu machen. Sie haben sich der Kalahari komplett angepasst. Sie sind schlank, ohne ein Gramm Fett zu viel. Sie können bei größter Hitze stundenlang ein Tier verfolgen, ohne müde zu werden. Sie sehen und hören extrem gut. Sie sehen Dinge, die ich nicht einmal mit dem Fernglas erkenne. Und entdecken jede Spur. Bei Van der Post heißt es, sie konnten sagen, wie vor langer Zeit die Antilope, der Löwe, das Reptil seine Spur auf dem Boden hinterlassen hatte. Nie waren zwei Spuren gleich für sie. Sie konnten unterschiedliche Merkmale in ihnen lesen, wie Spürhunde von Scotland Yard. Wenn Sie jemanden hier aussetzen, wird er kaum 24 Stunden überleben. Sie aber finden immer Wasser in dieser Halbwüste, sogar in der Trockenzeit, wenn es kein Wasser an der Oberfläche gibt. Die San pressen Flüssigkeit aus manchen Pflanzen oder vergraben in bestimmten Abständen mit Wasser gefüllte Straußeneier und entgehen so der größten Bedrohung durch die Kalahari, dem Durst. Doch die Menschen hier begnügen sich nicht damit, nur ihre elementaren Bedürfnisse zu befriedigen. Die Feinheit einer Kultur, die von westlichen Besuchern oft als grob und bestialisch beschrieben wird, springt Van der Post ins Auge. Er schreibt, Musik war für sie genauso wichtig wie Wasser, Essen und Feuer. All ihr Sinn für Rhythmus, Bewegung und Melodie fand seinen höchsten Ausdruck im Tanz. Für Van der Post sind die San ein Ideal. Ihre Anmut und Unschuld berühren ihn. Hier erlebt er, wovon er als Kind geträumt hat. Sie sind ein bescheidenes, zurückhaltendes Volk, das nie Krieg geführt hat. Es gibt keinen Anführer. Entscheidungen trifft man gemeinsam. Fast nie gibt es Streit, da Probleme immer in der Gruppe gelöst werden. Van der Post hält die Friedfertigkeit und das Einssein mit der Natur der San für Werte, die die westliche Welt retten könnten. Sie erscheint ihm totgeweiht und dekadent. Er notiert, wir haben die Kunst unserer Anfänge vergessen. Wir brauchen den ersten Menschen in uns, so wie der Körper Luft und Wasser braucht. Von allen Sehnsüchten, die das Menschenherz heimsuchen, ist die stärkste der unendliche Wunsch, das Jüngste mit dem Ältesten zu verbinden. Wir westlichen Menschen haben die Verbindung zur Natur total verloren. Wir verschlingen und zerstören sie, während die Bushmänner eins sind mit ihr. Wir müssen viel lernen von ihnen und uns ihre Lebensweise abschauen. Van der Post schreibt, die Wüste erschien so leer, wie sie es nie gewesen war. Und dennoch war das Kind in mir mit dem Mann versöhnt. Nie mehr wäre die Wüste leer, denn künftig hätte mein Ureinwohnerherz hier verwandte Lebewesen und eine Heimat, in die es zurückkehren könnte. Die verlorene Welt der Kalahari erscheint 1958 und wird ein Riesenerfolg. Es macht die San weltweit bekannt.
Auch wenn ihm manche vorwerfen, dem Bild des guten Wilden zu huldigen, so hat Lawrence van der Post doch dazu beigetragen, die San zu einem mythischen Volk zu machen. In der Savanne von Botswana gibt es afrikanische Wildhunde. Das sind bunte Hunde, die man nur hier findet. Kaum zu glauben. Viele Kinder kennen die Geschichte vom blauen Hund von einer Autorin namens Nadja. Das Buch handelt von einem kleinen Mädchen und einem geheimnisvollen blauen Hund mit grünen Augen. In Botswana muss man in kein Buch schauen, um merkwürdige, bunte Tiere zu sehen. Man braucht nur die Natur zu beobachten, um im gelben Gras der Savanne eine Art Hund zu entdecken, der schwarz, braun und weiß gefleckt alles andere als ein Unwesen treibt. Es ist der afrikanische Wildhund, der Lycaon pictus, der aussieht, als wäre er bemalt und sich auch recht drollig benimmt. Er ist der einzige Hund auf der Welt mit nur 4 Zehen. Er wiegt ungefähr 20 Kilo und wird bis zu 1 Meter lang ohne Schwanz. Im Gegensatz zu seinen Verwandten heult oder bellt er nicht, sondern macht eher wie ein Hund, der sich freut, sein Herrchen wiederzusehen. Er ist ein nettes Tier, das die Schwachen nicht im Stich lässt. Die Alten, die Krüppel, die Kranken des Rudels werden, wenn nötig, gefüttert. Dafür wird die Nahrung schon mal vorgekaut und dann wieder ausgewürgt. Der afrikanische Wildhund ist aber nicht der beste Freund des Menschen. Er wurde lange Zeit gejagt, regelrecht massakriert. Durchaus auch von Parkwächtern, die meinten, die Population auf ihre Weise regulieren zu müssen. Sein Lebensraum wurde immer kleiner, was vorwiegend am Wachstum der Städte und der Landwirtschaft lag. Ganz zu schweigen von Krankheiten wie Tollwut oder Staupe, so etwas wie Masern bei Menschen. Oder auch das Coronavirus, dieses Mistding nervt wirklich weltweit. Die vielen Straßen werden dem Wildhund auch zum Verhängnis. Niemand hat ihm jemals beigebracht, zuerst nach rechts, dann nach links und wieder nach rechts zu schauen, bevor er die Straße überquert. Ergebnis: Die Population ist in einem Jahrhundert auf 1/30 geschrumpft. In Afrika, seiner Heimat, gibt es nur noch einige tausend Exemplare. Für den Wildhund ist der Mensch der böse Wolf. Ehrlich gesagt wird unsere nächste Etappe keine echte Traumreise. Uns erwarten Schlamm, ein beißender Geruch und verkümmerte Palmen. Und dabei hat der Salton See in Kalifornien alles, was es zum Paradies braucht. Und einst war er das auch. Es ist ein wundersamer Ort, fast eine Fata Morgana. Der Salton See liegt mitten in der Wüste und ist die größte Wasserfläche in Kalifornien. Ein riesiger Salzsee von fast 1000 Quadratkilometern, der unaufhaltsam schrumpft. Das hier ist die Entgleisung des amerikanischen Traums. Sozusagen der arrogante Wunsch, sich die Natur untertan zu machen. Der Salton See war nicht immer eine Mondlandschaft. In den 1950er Jahren war er sogar eine der größten Attraktionen Kaliforniens, ein Binnenmeer, dessen Ufer mit Badeorten gesäumt war. Von seiner Entstehung bis zu seinem Niedergang ist die Geschichte des Sees ein Symbol für die amerikanischen Werte, der Glaube an die Allmacht des Fortschritts und der ständige Neubeginn nach jedem Scheitern. Am Anfang stand die unglaubliche Idee, aus dieser Wüstenlandschaft im Südosten Kaliforniens eine fruchtbare Oase zu machen. Im 19. Jahrhundert ließen sich hier einige Mutige nieder und legten Felder an. Damals wurde der amerikanische Westen erobert und nichts schien unmöglich. Jedes Stück Land musste urbar gemacht werden, um der Zukunft Amerikas zu dienen. Der Boden erwies sich als fruchtbarer, als man zu hoffen gewagt hatte.
Und die Sonnenstunden im Winter haben zu hohen Erträgen geführt. Aber der Grundwasserspiegel ist schnell gesunken. Die Bauern mussten andere Lösungen finden. Und dadurch entstand die Idee, die Felder mit Wasser aus dem Colorado River zu bewässern. Zu jener Zeit galt die Landwirtschaft für Menschen wie der Präsident Thomas Jefferson als die Grundlage für den American Way of Life. Das Bewässerungsprojekt passte perfekt zur damaligen Geisteshaltung. Man wollte die Natur beherrschen und sie den Bedürfnissen des Menschen unterordnen. Heutzutage erscheint uns das völlig unrealistisch. Dieses überdimensionierte Projekt sieht vor, das Wasser aus dem Colorado bis in das Wüstental abzuleiten. Dem Tal gab man den Namen Imperial Valley, königliches Tal. So sollten die Siedler angelockt werden. Der Alamo-Kanal wurde fertiggestellt und im Jahr 1902 kam das Wasser aus dem Colorado im Tal an. Zunächst stellten sich große Erfolge ein. Die Landwirtschaft blühte auf und die Investoren, die das Projekt finanziert hatten, machten hohe Profite. Aber sehr schnell beginnen die Probleme. Der Kanal verschlammt zusehends und 1905, während eines Hochwassers, brechen die Dämme und das gesamte Tal mitsamt den Feldern wird überschwemmt. Erst zwei Jahre später gelingt es, die Dämme wiederherzustellen. Bis dahin hatte sich ein riesiger See gebildet. Wider Erwarten läuft das Wasser nicht ab, sondern es bildet sich bald ein Binnenmeer, das durch salzhaltiges Drainagewasser gespeist wird. Und wenn schon, ist das allgemeine Echo. Langsam beginnt man wieder mit der Landwirtschaft. Und bald entsteht ein noch verrückteres Projekt, das diesen Landstrich erneut prägen wird. Auf Betreiben von Politik und Immobilienunternehmen soll der neue See, der Saltonsee, zu einem Touristenmagnet werden. Vom Ende der 1920er Jahre an schießen die touristischen Einrichtungen am Nordufer wie Pilze aus dem Boden. Bombay Beach war einer der ersten Badeorte am See. Das Ski Inn ist die einzige Bar, die noch aus dieser Epoche stammt. Das bin ich mit einem Fisch. Ich erinnere mich an die Corvinas. 55 Zentimeter. Nicht schlecht. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, ihn rauszuholen. Ich war schon als Baby immer wieder hier. Meine Eltern lebten auf einer Ranch nicht weit weg. Und sie sind immer gerne zum Angeln oder zum Picknicken gekommen. Es war schön hier. Das sind wir mit Freunden. Sieh mal die vielen Fische. Das war eine schöne Zeit. Ja, wir fanden es toll. Meine Eltern hatten ein Boot gekauft und mein Vater hat es wieder hergerichtet. Die ausgesetzten Fische vermehren sich so gut, dass der Saltonsee zu einem Mekka für Angler wird. Die landwirtschaftlichen Betriebe im Tal expandieren und die neu zugezogenen Arbeiter kommen mit ihren Familien sonntags an den See, um sich beim Angeln und bei Bootsausflügen zu entspannen. Doch dann, in den 50er Jahren, beschließt eine Handvoll Immobilienhändler, die Region in einen Luxustouristenort zu verwandeln und ein zweites Palm Springs daraus zu machen. Yachthäfen, ein Flughafen, 5-Sterne-Hotels, nichts scheint zu groß, um Investoren anzulocken. Wenige Kilometer nördlich von Bombay Beach beauftragt man sogar einen Star-Architekten von Palm Springs. Albert Frey soll mit dem Bau eines Yachtclubs die Gegend zum Treffpunkt des kalifornischen Jetsets machen.
Hier wurden die Schiffe zu Wasser gelassen. Überall standen Autos und Boote. Alle Filmstars kamen hierher. Frank Sinatra, die Rat Pack, die Beach Boys haben in dem Club gespielt. Hier wurden Bootsrennen organisiert. Die Makler brachten die Kunden im Bus hierher, spendierten Essen und Wein, veranstalteten Partys. Und dann verkauften sie ihnen die Grundstücke. Wir dachten, das würde ewig so weitergehen. Zu jener Zeit kamen mehr Touristen zum Salton See als in den Yosemite-Nationalpark. Doch Ende der 1970er Jahre kommt der Traum ins Wanken. Die Landwirtschaft hat eine bessere Bewässerungstechnik entwickelt und es gelangt immer mehr Drainagewasser in den See. Gleichzeitig sinkt der Wasserspiegel und der Salzgehalt nimmt gefährlich zu. Um sich ein Bild von der ökologischen Katastrophe zu machen, zu welcher der Salton See geworden ist, muss man an die andere Seeseite fahren. Das sind die Kanäle der Desert Shores. Das war eine Luxuswohnanlage mit Hunderten von Häusern an den Kanälen. Zu jener Zeit gab es hier viele Fische und Vögel. Übrigens stehe ich hier in einem Fischnest. Aber wie Sie sehen, gibt es nicht mehr viel Leben im Wasser. Das große Problem ist, dass es nicht genug Wasser gibt. Es verdunstet. Die Städte an der Küste verbrauchen immer mehr Wasser. Die Bevölkerung wächst, das Klima wird immer wärmer. Und so werden die meisten Wasserläufe Richtung Los Angeles und San Diego umgeleitet. Im Laufe der Jahre vermehren sich die Algen und die Fische ersticken. Die Kadaver werden ans Ufer gespült. 1999 sterben fast 8 Millionen Fische an einem einzigen Tag. An manchen Stellen ist das Wasser um mehr als einen Kilometer zurückgegangen. Da, wo das Wasser mittlerweile weit weg vom Ufer ist, entstehen starke Staubstürme, die das Atmen unmöglich machen. Der Staub enthält Nitrate, Phosphate, Cadmium und Arsen. Im Wasser sind diese Stoffe eher ungefährlich, sie bleiben am Grund. Pflanzen und Tieren schadet das nicht weiter. Aber in der Luft machen sie krank. Der Salton See wurde nicht vergessen. Man hat das Problem ignoriert. Zu teuer, zu kompliziert. Die Behörden interessieren sich nicht für diesen See im Niedergang. Von dem früheren Glanz sind nur einige Ruinen geblieben. Diejenigen, die nicht weg konnten, sind noch geblieben und führen nun ein Leben am Rande der Gesellschaft. In der apokalyptischen Landschaft von Bombay Beach hat jedoch eine kleine Künstlergemeinde ihre Inspiration gefunden. Ich bin in Los Angeles aufgewachsen und hatte nie von diesem Ort gehört. Viele wissen nicht, dass es ihn gibt. Ich bin Fotograf, also wurde ich neugierig. Ich habe mich in mein Auto gesetzt und war plötzlich in einem Ort mit dem absurden Namen Bombay Beach. Perfekt quadratisch. Die Straßennamen bestehen aus Zahlen und Buchstaben wie in New York. Dabei sind wir am Meer. Je mehr ich davon sah, desto surrealer wurde es. Man glaubt, auf Haiti zu sein. Die Faszination liegt aber auch daran, dass es keine Geschäfte gibt, kein Logo. In den USA sieht alles immer irgendwie gleich aus. Mit den immer gleichen Tankstellen und gleichen Einkaufszentren. Einen Ort zu finden ohne all das ist etwas Besonderes. Am Ufer des sterbenden Sees sieht Taro die Kehrseite der westlichen Zivilisation. Seit einigen Jahren hat er sich mit anderen Künstlern und Freigeistern zusammengetan.
Sie kaufen Grundstücke auf, renovieren die verlassenen Häuser und nutzen sie für Kunstausstellungen. Ich fing an, es auch anderen Leuten zu zeigen. Ich wollte sie überzeugen, hier Kunstwerke zu erschaffen und sie hier zu lassen. Das dunkle Ding heißt das Totenschiff. Der Künstler Sean Guerrero hat es geschaffen. Es sieht aus wie ein Wrack. Aber in Wirklichkeit hat er es aus Holz und Strandgut gebaut, das er am Ufer gesammelt hat. Dort hinten ist ein Leuchtturm. Der ist auch absurd. Denn auf dem See kann kein Schiff fahren. Er ist nur 3 Meter tief. Ein Leuchtturm ist also sinnlos. Mit diesen Dingen möchten wir die Absurdität unseres modernen Lebens zeigen. Hier gehen Absurdität und amerikanische Besessenheit Hand in Hand. Kürzlich wurde Lithium am Grund des Salton-Sees entdeckt. Es ist das größte Vorkommen des weißen Goldes in den USA. Und es wird vielleicht das Schicksal dieses Sees mitten in der Wüste wieder wenden. Auch in Irland weiß man die Schätze aus dem Atlantik und der keltischen See zu schätzen. Wie man aus ihnen eine Fischsuppe kocht, zeigt uns Elaine. Sie verrät uns ihr Seafood-Chowder-Rezept. Früher ein Gericht der Armen und heute ein Festessen. Heute kochen wir Seafood Chowder. Das ist eine typisch irische traditionelle Fischsuppe. Hallo, wie geht's? Was soll ich nehmen? Die Atlantikgarnelen oder eher die Tigergarnelen? Ich empfehle Ihnen die Garnelen aus dem Atlantik. Für eine Suppe sind die besser. Gern, wenn sie gut für die Suppe sind. Der ganz besondere Geschmack dieser Suppe kommt vom Haddock. Das ist ein Räucherfisch. Bye. Ich koche diese Suppe sehr gerne, denn sie schmeckt nach unseren guten irischen Meeresfrüchten. Die verschiedenen Aromata harmonisieren perfekt. Und noch dazu ist sie auch gesund. Wir fangen an mit unseren Muscheln. Wir kochen sie zusammen mit den gehackten Schalotten. Zu einem guten Rezept gehören für mich Butter und Schalotten einfach dazu. Wir geben ein Glas Weißwein dazu. Dann die Muscheln. Ich spare mir den Muschelsud für meinen Seafood Chowder auf. Jetzt kommt der Deckel drauf und wir lassen es 2 bis 3 Minuten ruhen. Bekannterweise sind die Muscheln bereit, wenn sie sich geöffnet haben. Wir legen die Muscheln in ein Sieb, um den ganzen Saft aufzufangen. Jetzt müssen wir Zwiebeln schneiden. Ich koche dieses Rezept sehr oft, denn wir sind ein Gästehaus und unsere Besucher lieben die irische Küche. Auch meine Kinder mögen Meeresfrüchte sehr. Das ist eine richtige Wintersuppe. So, die Zwiebel und der Sellerie sind nun gehackt. Ich schwenke sie in etwas geschmolzener Butter. Ich finde, Sellerie gibt dem Gericht einen besonders feinen Geschmack. Jetzt geben wir die Kartoffeln hinzu. Solche Meeresfrüchte kriegen Sie nur bei mir. Das ist mein ganz persönliches Geheimrezept. Nun geben wir den Muschelsud zu den Kartoffeln. Ich füge etwa 1/2 Liter Wasser und noch einen Brühwürfel hinzu. Das Ganze mische ich. Den Fisch schneide ich in kleine Stücke.
Mit 300 Milliliter Milch verdünne ich alles etwas und bekomme so mehr Soße. Jetzt kommen die Fische in unsere Suppe. Lachs, Merlot und Haddock. Beim Umrühren muss man sehr aufpassen, damit sie nicht zerfallen. Wie der Fisch duftet. Sehr lecker. Zu dieser Suppe serviere ich immer ein Stück gutes, dunkles Brot. Jetzt gibt's Seafood Chowder. Die beste Suppe der Welt. Perfekt. Schmeckt es dir? Aber wie? Nächstes Mal bist du dran. In Island gibt es so wenige Einwohner, dass man beim Flirten erstmal einen möglichen Inzest ausschließen muss. Das stimmt. Den Isländern war diese kuriose Geschichte aus Madrid wohl eine Lehre. In Madrid führen alle Wege zur Plaza Mayor. Die Terrassen des Cafés unter den Arkaden des rechteckigen Platzes laden sowohl Touristen als auch Einheimische zum Verweilen ein. Errichtet wurde der zentrale Platz zu Beginn des 17. Jahrhunderts unter Philipp III. Er ist der Inbegriff der habsburgischen Macht. 200 Jahre, in denen die Sonne über dem Spanischen Reich von Amerika bis Ozeanien nie unterging. Die Ära Karl V. und seiner Nachkommen. Doch die Plaza Mayor verbirgt noch eine andere Geschichte. Es ist die einer Dynastie, die ihrem Starrsinn zum Opfer fällt. Die Historikerin Alejandra Franganillo berichtet vom tragischen Leben Karls II., dem letzten Habsburger Spaniens. Am 6. November 1661 gebärt Anna Maria von Österreich den zukünftigen Thronfolger Philipps IV. Die Geburt Karls II. War ein höchst erfreuliches Ereignis für die spanische Monarchie. Nur wenige Wochen zuvor war Karls älterer Bruder Philipp gestorben, der bis dahin einzige Sohn Philipps IV. Und seiner zweiten Ehefrau. Mit Karls Ankunft war die spanische Thronfolge gesichert, was alle sehr freudig stimmte. Im Hause Habsburg, wie in den meisten europäischen Monarchien, kommt die Macht den männlichen Nachkommen zu. Die Ankunft eines Sohnes ist also Anlass endloser Feierlichkeiten. Aber die Freude des auf der Plaza Mayor versammelten Volkes ist nur von kurzer Dauer. In den Schriftstücken des französischen Botschafters war von körperlichen Beeinträchtigungen wie Herpes und Krustenbildung auf dem Kopf die Rede. Die Berichte anderer Abgesandter wichen davon zwar ab, aber alle waren sich einig, dass der Neugeborene an einer Knochenkrankheit und Epilepsie litt. Dem schlechten Omen zum Trotz überlebt das Kind. Es ist erst 3, als sein Vater stirbt. Bis zur Thronbesteigung führt seine Mutter das Regiment. Karl konnte erst relativ spät laufen, lesen und schreiben. Sein Hofmeister, Francisco del Manzano, fühlte sich für seine schlechten Ergebnisse verantwortlich. Er berichtete, dass Karl mit 10 Jahren gerade mal Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben besaß. Aber er verstand Latein und konnte die Besitzungen der spanischen Krone auf einer Weltkarte zeigen. Mit 14 Jahren wird Karl II. Zum König von Spanien gekrönt. Eine herbe Enttäuschung für Ludwig XIV., seinen Cousin und Schwager. Sie fragen sich, wie das sein kann? Ganz einfach. Ludwigs Mutter Anna von Österreich ist Karls Tante. Und Ludwigs Ehefrau, Maria Theresa von Spanien,
ist Karls ältere Halbschwester. In den königlichen Familien waren Ehen unter Verwandten üblich. Damit sicherte man sich Land und Erbschaft. Bei den Habsburgern ist das schon seit über 200 Jahren so. Eheschließungen mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie waren aufgrund des Anglikanismus, also der protestantischen Religion, keine Option. Frankreich wäre eine Möglichkeit gewesen, aber keine dauerhafte, denn die beiden Mächte bekriegten sich häufig. Also blieb nur die Ehe zu den Habsburgern aus Wien, der zweiten Linie der spanischen Königsfamilie. Diese Strategie dürfte zwar die Reinheit des königlichen Blutes bewahrt haben, aber bei den spanischen Habsburgern löst sie unerwünschte Nebenwirkungen aus. 2019 untersucht die Universität von Santiago de Compostela die Folgen dieser Verbindungen aus 18 Generationen. Bei Karl II. Wurde ein Inzuchtkoeffizient von 25% errechnet. Ein Viertel seines Erbguts war also identisch mit dem seiner Vorfahren. Bei dieser Vorgeschichte verwundert es nicht, dass er all diese körperlichen Behinderungen hatte. Er litt unter anderem an Prognathie, was auf den Porträts der damaligen Zeit von Karl V. und seinen Nachkommen gut zu erkennen ist. Ihr Unterkiefer stand so weit hervor, dass sie kaum den Mund zumachen konnten. Karl II. War wirklich extrem vorbelastet. Bei genauer Betrachtung der Gemälde der Habsburger über die Jahrhunderte fällt schon eine gewisse Ähnlichkeit auf, ganz besonders das Kinn. Der Herrscher ist obendrein noch zeugungsunfähig. Er konnte keine Kinder zeugen, da er auch an dem Kleinefelter-Syndrom litt. Diese Chromosomenstörung beeinträchtigte seine Spermienproduktion. Aber damals machte man natürlich die Frauen verantwortlich. Seine beiden Ehefrauen, die französische Prinzessin Marie-Louise von Orléans und auch Maria Anna von Pfalz-Neuburg, mussten sich Fruchtbarkeitsbehandlungen unterziehen. Doch Salben und Kräuterbäder helfen nicht gegen Karls Unfruchtbarkeit, weshalb er auch der Verwunschene genannt wird. Nicht alle Habsburger teilten sein tragisches Schicksal. Karls Schwester beispielsweise, die Infantin Margarita Theresa, die später Kaiserin von Österreich wurde, hatte nicht dieselben Behinderungen wie ihr Bruder geerbt und gebar viele Kinder. Karl II. War wirklich ein Pechvogel. Karl II. Entstammt nicht nur wiederholten Ehen zwischen Cousins und Cousinen, wie in den europäischen Herrscherdynastien üblich. Im Hause Habsburg ehelichen Onkel auch ihre Nichten. Mit 44 heiratet Karls Vater seine 14-jährige Nichte. Heutzutage ist das Inzest, aber damals wurde so ein Bund vom Papst persönlich gesegnet. Heiratspolitik ging oft über Moral, aber der mächtigsten Dynastie Europas soll dies zum Verhängnis werden. Karl II. War der letzte habsburgische König Spaniens. Er starb 1700 ohne Nachkommen. Für die spanische Monarchie hatte das zur Folge, dass die Dynastie der Bourbonen aus Frankreich aufkam. Ihr entstammt auch der jetzige König Felipe. Und so siegt letztlich Ludwig XIV. Und Spanien kommt den Bourbonen zu. Die Habsburger haben sich einmal zu viel untereinander verheiratet. Wer mit wem schläft, darum geht es auch in unserem Rätsel. Mit welcher besonderen Methode gelang es der MGM in den 30ern, das Privatleben ihrer Schauspieler zu kontrollieren? Mit einem eigenen Bordell. Es ist das Ende der Prohibition. Der Hays Code sorgt für eine strenge Moral auf der Leinwand. Stars, die sich öffentlich auf dem Sunset Strip vergnügen, sind schlecht fürs Image. Die MGM beschließt also, für ihre Schützlinge ein unauffälliges Bordell in L.A. zu eröffnen, das Maze. Ein Bordell, in dem die Prostituierten aussehen wie Filmstars. Und damit verabschiede ich mich für heute. A bientôt! Évidemment, bis bald!